Wann kommt eigentlich das FAQ? Jetzt! Und als allererstes möchte ich euch für die rege Beteiligung danken. Über 83 Kommentare, das ist doch nice. Und am Anfang dachte ich mir so, okay, das wird viel Arbeit für mich. Die erste Frage kommt von Skillscopes. Wie alt bist du und Erster? Und Digi, bei diesem Erster, ne? Da dachte ich mir nur so, aber scheiß drauf, ich bin 27. Der Gerät? Wird nie müde. Findest du das LMG von Maestro zu stark, da der Recoil schon sehr gering ist und das Magazin sehr groß? Da habe ich dann nochmal direkt angefangen zu recherchieren und bin fündig geworden. Mich hat nämlich im Generellen interessiert, ob sich etwas zum Start der neuen Season getan hat. Ab sofort kann man keine Granaten mehr zurückwerfen und man kann Claymores auf schrägen Untergründen platzieren. Und die Feuerrate von Glass ist von 220 auf 235 Schuss pro Minute erhöht worden. Ich persönlich finde Maestro ja ziemlich geile Werte. Da ich ihn bislang aber noch nicht viel gespielt habe, kann ich nicht viel dazu sagen. Vorstellen könnte ich mir jedoch, dass er noch genervt wird. Hannes fragt, was erhoffst du dir für die nächsten Jahre in Rainbow Six Siege? Naja, also zum einen ein geiles Spielerlebnis, die richtigen Anpassungen und Patches für das Game und vielleicht eine etwas weniger salzige Community. Boy. Maurice hat gleich zwei Fragen. Als was arbeitest du eigentlich und was sind deine Lieblingsoperator? Ich mache momentan eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Nein, doch. Und bei den Operatoren will ich mich nicht festlegen, denn das ändert sich jeden Monat bei mir. Momentan ist es zum Beispiel Pools, den ich sehr gerne spiele. Dragonlord Mitte fragt, wie viele Spiel... Dein Ernst, ja? Philipp fragt, wie lange zockst du schon Rainbow Six und wie bist du dazu gekommen? Ich zocke Rainbow Six schon seit der Beta. Die ist damals im November 2015 gestartet. Als das Game damals angekündigt wurde, habe ich schon auf dem Schirm gehabt, aber ich war mir nicht sicher, ob das Game wirklich was für mich sein wird. Aber die gute Ariana, die hat uns dazu gebracht, doch mal die Beta auszuprobieren. Und wie ihr seht, bin ich irgendwie bei dem Spiel kleben geblieben. Wer ist dein Lieblingsrapper? Fragt Zeusi. An dieser Stelle hätte ich so gerne Beispiele eingebunden. Das Problem ist aber, ich habe da natürlich nicht die Rechte an den Liedern, darf die Ausschnitte nicht zeigen und dies und das und jenes. Mein musikalisches Herz ist definitiv in den Vereinigten Staaten von Amerika. Notorious B.I.G., Tupac, The Game und Wu-Tang Clan würde ich nennen. Und dann sind da noch unzählige von Künstlern, die von euch wahrscheinlich keiner kennt. Um noch ein bisschen genauer reinzugehen, bei mir ist es Gangster-Rap, was ich am meisten höre. Zu den deutschen Rappern. Sammy Deluxe, Kollega, sogar SpongeBoss, Massiv, SSEO und Jizzes. Das Problem ist, ich habe mittlerweile schon so viele Alben von so unglaublich vielen Rappern und Künstlern, das kann ich alles gar nicht mehr aufzählen. Haut mir doch mal in die Kommentare, was ihr momentan für einen Rap hört. Und von wem? Oh, Moment mal, einen habe ich vergessen. Lance Motherfucking Butters. Der Boy hat schon lange nichts mehr gebracht, Alter. Der muss mal wieder ein Album machen, ey. Ariana möchte wissen, beantwortest du gerne FAQs? Was wäre ich? Doch. Accuser fällt keine Frage ein. Ach, das ist doch gar kein Problem. Soft T fragt Döner oder Rainbow. Also ich würde sagen, entweder davor oder danach. Hast du eine Freundin? Fragt Marvin. Diese Frage kann ich mit beantworten. Mr. Einfallslos möchte wissen, wie ich meine Freundin zum Zocken gebracht habe. Ja, weißt du, wir hatten da so einen Deal für 500 Euro shoppen und so, weißt du, wie es halt läuft, dann, ne, weißt du, und dies und bla. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Sie hat schon vorher gezockt und wir haben uns über das Zocken kennengelernt, beziehungsweise noch genauer über YouTube. Und ich bin bis heute sehr, sehr froh, dass ich diese wundervolle Frau kennenlernen durfte. Also ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, aber ich hätte massive Probleme, wenn meine Freundin nicht zocken würde. Weil ich meine, man ist ja nicht nur Gamer, sondern es ist ja auch eine gewisse Art von Lifestyle. Der Trey möchte wissen, veranstaltest du mal so etwas wie ein Turnier und ob ich glaube, dass noch ein Rainbow Six Teil rauskommt. Ich wurde jetzt schon sehr, sehr oft nach einem Turnier gefragt und ich schätze mal, irgendwann werde ich das auch in die Tat umsetzen. Das heißt also irgendwie mit Abonnenten und so weiter, dass ich euch da so ein bisschen mit einbinden kann. Aber wie genau ich das machen will, weiß ich noch nicht. Momentan habe ich einfach ein bisschen zu viel in der Birne. Dementsprechend habe ich wenig Ruhe und kann über sowas momentan einfach nicht nachdenken. Ubisoft hat ja schon versprochen, dass Rainbow Six Siege lange supported werden soll. Sprich, über mehrere Jahre hinweg. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass irgendwann noch mein Rainbow Six neu rauskommt, ja. Lieber futuristisch oder realistisch möchte Drawulf wissen. Joa, wie beantworte ich das jetzt? Ich sag mal so, wenn beides gut umgesetzt ist, dann spiele ich beides sehr gerne. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Star Wars Fan, habe aber früher zum Beispiel auch gerne Arma gespielt. Ich will damit sagen, ich spiele gerne Spiele, die gut umgesetzt sind, egal ob realistisch oder futuristisch. Man kann auch beides versuchen zu kombinieren und auch bei Serien ist es das gleiche. Ich gucke auch keine Fantasy-Serien, als auch realistische Dinge, wie zum Beispiel Serien nach einer wahren Begebenheit und so weiter. Wo wohnst du ungefähr? Ich frage mich immer, warum die Leute das so wissen wollen.
Digga, wenn du das Video guckst, ne, dann bitte beantworte mir mal die Frage, warum ihr das so gerne wissen wollt, weil ich verstehe das irgendwie nicht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie so ein Hollywood-Star bin oder so, weißt du, den man irgendwie jeden Tag treffen will. Ich bin einfach nur so ein Dude, der seine Videos macht, so, weißt du? Aber momentan wohne ich im Bundesland Rheinland-Pfalz. Aber ihr wisst, wie es läuft. YouTuber Lifestyle, die Stars vielleicht schon morgen in Los Angeles. Ja, wer weiß. TNC Quantum, wie wird sich dein YouTube-Channel in den folgenden Monaten oder Jahren verändern, beziehungsweise hast du da was geplant? PS, coole Videos. Erstmal Dankeschön für dein Lob, Digga. Die Frage ist tatsächlich, ja, wie soll ich sagen? Deine Frage finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Und die Frage nach dem FAQ, die ist ja schon ein bisschen her. Und ich bin momentan schon so ein bisschen am Umstrukturieren, was einiges angeht. Also sprich zum Beispiel, wenn ich Gameplay-Videos raushaue, dann will ich daraus ein bisschen, ja, so eine Art Mehrwert kreieren, sodass man sagt, boah, die Videos gucke ich gerne, anstatt einfach nur so ein bisschen hintereinander gereihtes, cooles Gameplay zu klatschen. Aber das werdet ihr noch sehen, was genau ich damit meine. Geplant sind natürlich Sachen wie eine Facecam zum Beispiel. Und generell, wenn irgendwelche neuen Games auf den Markt kommen, die mir halt sehr viel Spaß machen, die den Leuten in meinem Clan sehr viel Spaß machen, dann werden die natürlich auch auf den YouTube-Channel kommen, ist natürlich ganz klar. Nicht nur Rainbow. Wie zum Beispiel meine CSGO-Videos, die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch beim Spielen. Aber das Problem ist halt einfach, man braucht so unglaublich lange. Die Szenen müssen alle passen, die müssen cool sein, die Leute müssen alle da sein zum Spielen. Da muss ich das Ganze noch bearbeiten und dies, das, Ananas und bleh. Ey, Bekeke, wieso, weshalb? Das war deine Antwort, gib dich damit zufrieden. Ja, Mann, so macht man das einfach. Irgendwelche Versprecher einbaut und dann nicht ausbessern. Das ist der Lifestyle-Boy. Wirst du irgendwann was anderes spielen außer Rainbow Six? Die Ari und ich zum Beispiel haben des Öfteren schon Far Cry 5 gestreamt. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren habe ich sogar, glaube ich, mal LOL gestreamt. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, meinst du mich als Privatperson oder mich als YouTuber? Bei mir ist es mittlerweile einfach so, ich mache Videos gerne, wo viele Leute zuschauen. Es gibt natürlich auch Projekte, wie schon bereits erwähnt, Far Cry 5, da gucken nicht so viele Leute zu, aber das mache ich halt, weil ich halt einfach nur Bock drauf habe und so ein bisschen, ja, nebenbei chillen will, weißt du, wie ich meine? Aber wenn ich mir zum Beispiel mit einem Counter-Strike-Video sehr, sehr viel Mühe gebe, da mehrere Tage reinstecke, mehrere Stunden auch am Tag, um dieses Video halt möglichst ansprechend zu gestalten und dann in Anführungsstrichen nur 1500 Aufrufe drauf zu kriegen, dann ist man schon relativ enttäuscht, sag ich mal. Doch vielleicht ist es für mich an der Zeit, ein bisschen drauf zu scheißen quasi, was die Masse will und einfach auch so ein bisschen mehr auf das zu gehen, was ich persönlich machen will. Warten wir doch einfach mal ab, was jetzt auf den Markt geworfen wird von den Spieleherstellern und wie das auf YouTube so ankommt. Janosch möchte wissen, wie es Ari geht. Ja, ich kann dir sagen, die Ari pennt gerade. Wir haben es gerade 3 Uhr morgens. Ich mache gerade das Video noch fertig, bevor ich zur Arbeit muss, in 3 Stunden. Und da sie ruhig und selig schläft, würde ich sagen, ihr geht's ganz gut. Paul möchte wissen, ob Alibi jetzt wirklich ein Ersatz für Ela sein wird. Boah, Digga, und bevor ich deine Frage beantworte, ne, ich schwöre, ich habe dieses Logitech-Headset. Das ist nur am Knatzen, wenn ich aufnehme. Hört mal hier. Hört ihr das? Das geht mir so auf den Sack, dieses Knarzen, Knacken jedes Mal. Ich muss ständig neu was aufnehmen, weil es immer wieder knackt, wenn ich meinen Kopf bewege. Es geht so auf den Sack. So, und jetzt zu deiner Frage. Das Ding ist, Ela hat ja ihre Minen. Die hat Alibi zum Beispiel nicht. Beide sind natürlich als Roamer gedacht, ganz klar. Aber ob sie jetzt ein wirklicher Ersatz ist, also davon gehe ich nicht aus. Denn ich sehe immer noch mehr Ela-Spieler als Alibi-Spieler. Wobei, wenn ich es recht überlege, hält sich das eigentlich ziemlich die Waage. Ein großer Minuspunkt ist trotzdem, dass Ela keine Impact-Grenades mehr hat. Wisst ihr was, meine Diggers und Diggeriners? Wir machen jetzt Folgendes. Oben rechts ist eine Abstimmung. Da könnt ihr abstimmen, ob ihr das so seht, dass Alibi ein Ersatz für Ela ist oder nicht, mit Ja oder Nein. Ich würde sogar eher sagen, sie ergänzen sich ganz gut, aber naja. Lucy hat auch 2 Fragen, und zwar, wie fändest du es, wenn man Waffen in Rainbow Six aufheben könnte, und fändest du es auch cool, wenn man Skins selbst designen könnte für Operator und Waffen? Bei beiden Fragen denke ich lustigerweise an CSGO, denn dort ist ja beides möglich. Man kann Waffen designen und auch aufheben. Ich fürchte, es würde zu einem Problem kommen in Rainbow Six, wenn man dort Waffen aufheben könnte, wenn man einen anderen Operator killt. Stellt euch mal einen 3-Speed-Operator mit einem LMG vor. Das wäre, ja, nicht so gut. Man würde quasi die Balance zwischen den Operatoren ein bisschen zerstören. Das wäre auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Mit demselben Design, das finde ich allerdings sehr, sehr geil. Ich fände es also schon ganz nice, wenn Ubisoft da so ein kleines Tool oder sowas in Richtung zur Verfügung stellen würde, um ein bisschen was selber zu erschaffen. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten Skins, die Ubisoft raushaut, die sind echt nicht besonders geil. Justin möchte wissen, wie meine Meinung zum Thema Statistiken ist. Das ist auch eine sehr coole Frage. Also Statistiken haben natürlich zum einen den Vorteil, dass man für sich selbst schauen kann, wie habe ich mich zum Beispiel jetzt in den letzten 3 Monaten verbessert oder verschlechtert, wo kann ich nachlegen, wo bin ich schon auf meinem Level, wo ich hin wollte. Das Ganze kann man natürlich auch abgleichen mit Freunden, wie die so stehen. Aber wie du es ja auch schon so schön gesagt hast, man wird des Öfteren auch mal als gut oder schlecht abgestempelt, nur anhand von Statistiken. Und wie jeder auch weiß, Statistiken lassen sich fälschen. Ich würde sagen, eine Statistik ist an sich ein guter Anhaltspunkt, um zu schauen, wo steht derjenige, bei dem man nachschauen möchte. Dann sollten aber auch so viele Details angegeben sein, dass man sieht, wo derjenige seine Stärken und Schwächen hat. Wenn man zum Beispiel rein auf die KD schaut und zum Beispiel sagt, boah, mit einem 1,1er spiele ich nicht,
dann würde ich sagen, hat man das System von der Statistik nicht ganz verstanden. Die sagt dann natürlich aus, dass derjenige nicht unbedingt ein Top-Fragger ist, aber man weiß nicht, ob derjenige gute Calls gibt, ob er immer die Operator auffüllt, die gebraucht werden und so weiter. Damit will ich sagen, es ist nicht unbedingt notwendig, dass jemand sehr, sehr viele Kills macht und wenig Tode hat, was natürlich auch sehr schön ist. Aber einen guten Spieler macht auch aus, dass er seine Schwächen mit anderen Stärken dann wieder kompensieren kann. Wie zum Beispiel eben gute Calls geben und auch auf Calls hören. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit sehr ausführlich beantwortet. Sturmapfel möchte wissen, ob ich auch auf der PS4 spiele. Nö, da habe ich keine Konsole da. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht mal irgendwann eine holen werde. Vielleicht werde ich mir auch die PlayStation 5 holen oder wie auch immer, wie das Ding dann heißt, wenn es dann rauskommt. Ich muss mal schauen, aber eigentlich bin ich kein Konsolero. Es gibt so ein paar Titel, die ich gerne spielen würde, die es nur auf der PlayStation 4 gibt, aber na, mal schauen, vielleicht hole ich mir irgendwann mal eine PlayStation. Steffen möchte wissen, glaubst du, dass Maestro häufig beim Spawn-Peaken benutzt wird? Und jetzt Hand aufs Herz, seitdem die neuen Operator draußen sind, habe ich noch nicht einen einzigen Maestro gesehen, der versucht hat zu Spawn-Peaken. Nicht einen. Also entweder hatte ich einfach ein unverschämtes Glück oder es macht einfach keiner. Philipp oder Philippe möchte wissen, was ich vom aktuellen Fortnite-Hype halte. Ich sag mal so, also mir persönlich macht Fortnite für ein paar Stunden ab und zu im Monat Spaß, ja. Ich kann da natürlich nicht für andere sprechen. Allerdings ist mir auch schon zu Ohren gekommen, dass der Hype so ein bisschen zurückgehen soll. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, das könnt ihr mir besser beantworten. Und ich würde sagen, keine Ahnung, also wenn es Fortnite richtig macht, dann wird es sich noch lange am Markt halten und wenn es, ja ich sag mal, ein bisschen nachlässt, dann wird der Hype bald verschwunden sein. Da einige Fragen dabei waren, die schon im ersten FAQ beantwortet wurden, würde ich sagen, ich verweise euch jetzt an dieser Stelle an mein erstes FAQ, was ich rausgehauen habe. Direkt unten der erste Link in der Videobeschreibung. Es tut mir auch wirklich sehr leid, dass ich nicht alle Fragen komplett durchgenommen habe, aber es ist schon so lange kein Video mehr gekommen und es muss jetzt unbedingt mal wieder was auf den Kanal rauf. Aber ich könnte die Frage ja zum Beispiel im nächsten Livestreamer beantworten. Und ich bin jetzt raus, euer Odix und ciao.